Niklas Pietschkowski, 22:24 verloren gegen Eisenach. So eine Art Abstiegsendspiel. Kannst du schon in Worte fassen, was da heute passiert ist in Lübbecke? Nee, nicht wirklich. Also, das ist jetzt mega ärgerlich im Moment, weil wir das Spiel richtig aus der Hand gegeben haben. Wir haben eigentlich 15 Minuten konzentriert gespielt, aber das reicht halt einfach bei uns im Moment nicht aus, um so ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen die letzten 10 Minuten oder in der zweiten Halbzeit die 10 Minuten, die wir da drin haben, die dürfen nicht sein und ja, ist ärgerlich. Hat man heute denn als Außenstehender das richtige Gefühl gehabt, dass das wirklich Abstiegskampf pur war, mit hoher Fehlerquote, mit Nervosität auf beiden Seiten? Ja, natürlich. Es war auch vorher klar, dass es ein Abstiegskampfspiel wird und dass da auch Fehler passieren, war auch klar. Im Endeffekt hat heute die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Wie siehst du das jetzt? Das Spiel hätte unbedingt gewonnen werden müssen, hätte. Aber ist das schon eine Art Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Wir müssen immer noch jedes Spiel gewinnen. Wir haben jetzt das nächste Spiel ist wieder ganz, ganz wichtig. Da müssen wir auch wieder probieren, 2 Punkte zu holen. Ja, es ist schwierig im Moment auf jeden Fall. Danke dir. Tim Rehmer, ihr habt mit 2 Toren gegen Eisenach verloren. Ein unglaublich wichtiges Spiel. Es hätte alles passieren dürfen, aber nur nicht das. Ich habe das Gefühl, alle in der Halle, die für den TuS Sympathien haben, sind geschockt. Geht's dir auch so? Weiß nicht, geschockt. Man sieht das ganze Spiel, das war unterwegs, ja, dieses Ergebnis. Kein einziger Moment spielen wir vernünftiges Handball. Also, dann ist es nicht anders als normal, dass man verliert. Ja. Ich hatte das Gefühl, ihr habt eigentlich, auch wenn ihr mal mit 2, 3 Toren geführt habt, nie so richtig Sicherheit im Spiel gehabt. Ist das richtig oder habe ich einen falschen Eindruck? Wir haben einfach scheiß Handball gespielt. Also, wie sollst du da Sicherheit kriegen? Wir haben vorher Sachen abgesprochen. Machen wir nicht. Ja, was wirst du da machen? Wenn wir Sachen, die wir absprechen, nicht machen, dann jeder weiß was anderes, jeder weiß besser. Spielen wir nicht weiter. Hauptsache, ich stehe in die Handballwoche. Ja, fuck das, das bringt keiner was. Spiel einfach Baller miteinander und nicht jeder für sich. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Wie geht's denn jetzt weiter? Meine, ihr müsst im Prinzip jetzt ja fast alle Spiele gewinnen, die noch vor der Brust sind, um die Klasse noch zu halten. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Ja, dass wir alle Spiele gewinnen werden, können wir vergessen. Erstmal das nächste Spiel weitergucken. Und wenigstens die Spiele, die wir auf jeden Fall noch in der ersten Liga haben, gut spielen. Und wenn man dann in die zweite Liga bleibt, wäre ein Wunder, aber lassen wir es hoffen für alle. Ich glaube, an die Zuschauer liegt es ja nicht, es liegt nur an uns. Danke dir. Adrian, ihr habt mit 2 Toren in Lübbecke gewonnen, das Abstiegsendspiel, den letzten Strohhalm gegriffen. Cool, oder? Definitiv, also wir haben gegen Leipzig wirklich sehr, sehr schlechten Tag erwischt, haben eigentlich gar nichts von dem gezeigt, was wir andersweise können und ich bin sehr froh, dass wir das heute hier abrufen können. Wir hätten, glaube ich, ja, es war schwer dran zu glauben nach so einer Zeit, dass man auch auswärts noch Punkte holen kann und ich muss sagen, ich habe bis zum Schluss kaum dran geglaubt und ich habe wirklich erst beim 24. Tor erst realisiert, dass wir wirklich noch gewinnen können und ich freue mich einfach sehr, dass wir diesen kleinen Strohhalm wenigstens noch am Leben erhalten. Erster Auswärtssieg der Saison und dann beim direkten Abstiegskonkurrenten, den ihr vielleicht in den Abgrund geschubst habt, das ist schon was, ne? Ja, es geht uns nicht darum, irgendwo hinzuschubsen, uns geht es wirklich einfach nur um die eigene Existenz, die, wie ich schon sagte, relativ bedroht ist und dieser letzte Strohhalm, er lebt halt noch. Wenn wir heute verlieren, dann denke ich, wäre es das gewesen, weil dann, allein wenn man unser Restprogramm sieht, wir haben hier, ich glaube, von den ersten 7 haben wir 5 Mannschaften, wo, sage ich mal, wirklich nur absoluten Wunderfall was holst und ja, wie gesagt, wir sind einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben und müssen einfach sehen, wofür es am Ende noch reicht. Was hat Gennady Kalepo mit euch angestellt, dass ihr so viel anders aufgetreten seid als gegen Leipzig? Ach, ich weiß, das ist sehr schwer. Ich finde, er hat es noch etwas ruhiger angehen lassen, weil er kannte natürlich auch die Situation. Das Kind war ja schon fast im Brunnen gefallen und er hat versucht, einfach jeglichen Stress von uns zu nehmen. Und ja, manchmal ist es so, dass neue Besen einfach besser kehren. Es geht einfach manchmal nur um den neuen Impuls. Wie genau ist einfach, ja, wir versuchen einfach ein bisschen befreiter aufzuspielen. Und ja,
woran genau ist. Manchmal klappt es halt einfach. Ich weiß nicht warum. Zum Spiel noch eine Frage. Was habt ihr heute deiner Meinung nach besonders gut gemacht? Ja, es war halt für uns halt gut, dass wir nicht wirklich in Hintertreffen geraten sind. Ich glaube, maximal Abstand waren 3 Tore. Das war für uns mental noch zu verkraften. In den meisten Spielen war es ja so, da war ja die Sache nach 20 Minuten mit 7 Toren gegessen. Und da sind wir mental einfach nicht rausgekommen. Und das war unser Glück. Und auch, sag ich mal, unser Verdienst, dass wir uns einfach nicht richtig abschütteln haben lassen. Und haben es heute tatsächlich mal über 60 Minuten auch geschafft, das offen zu halten und am Ende für uns zu entscheiden. Noch ein bisschen Mathematik. Wie groß, meinst du, sind die Klassenerhaltschancen in Prozent gerechnet? Die Mathematik, nicht wirklich mein Fach. Es sind noch ein paar. Die müssen uns erstmal reichen. Ob die paar dann zu mehr werden und ob die paar zu null werden, das, denke ich, sieht man nach dem Balingen-Spiel, was das nächste Endspiel für uns ist. Und ja, dann müssen wir weitersehen. Nach dem Balingen-Spiel, dann schreibe ich mir rechtlich meine Zahl aus und schicke sie dir. Alles klar.